Hallo Freunde, wir haben den Aufzugsschacht endlich gefunden und wir betreten jetzt diesen und damit willkommen zurück beim Let's Play. Willst du mich jetzt verscheißern oder was? Wo ist denn jetzt der Aufzug? Noch. Die Technik will mich wieder verarschen. Ja, tipp, tipp, tipp. Oder Kira ist zu blöd, das Ding zu bedienen. So, und jetzt geh hier rein und jetzt fahr mit dem Teil. Und jetzt darfst du zugehen. Herrschaftskinger, ne? Stunden später. Habe ich hier irgendwo Munition? Da nicht. Habe ich hier... Das ist, nein, das war keine Munition. Ach, neuer Abschnitt. Oh, umso besser. Speichern. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Interessant, dass wir jetzt denselben Weg hier gerade gehen wie Sisko. Kira an Shuttle. Das feindliche Schiff hat den Zugangspunkt zur unteren Mine zerstört. Ich kann das Ziel nicht erreichen. Bitte helfen Sie mir. Harris, es gibt einen Hilfsschacht, der die untere Mine mit dem Tempel verbindet. Der Schacht liegt außerhalb der Basis. Sie müssen die äußeren Tore öffnen, um ihn zu erreichen. Bestätigt. Kira Ende. Bestätigt, bestätigt, bestätigt. Alles bestätigt hier. Ich glaube, die würde uns alles bestätigen. Wenn wir ihr eine Rechnung vorlegen, wo ein Staubsauger für die Station draufstehen, bestätigt. Das ist doch. Programm wird ausgeführt. Nein, 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 nein. Einmal reicht. Nein, die schon wieder. Okay, also ich muss jetzt hier was anderes machen als beim Captain, weil beim Captain habe ich die Türen nicht öffnen können. Chief, einige Sektionen der Einrichtung sind abgesperrt. Wir benötigen für diese Bereiche Zugangskarten, Major. Verstanden, Kira Ende. Ah, nicht, dass wir das... Nicht, dass wir das eh schon wussten. Okay. Gehen wir jetzt mal hier rein. Wo ist er denn? Da. Keelan, einige Sektionen der Einrichtung sind abgesperrt. Für diese Sektionen werden Sie Zugangskarten benötigen, Nerys. Bestätigt. Meine Güte. Geht doch. So, da hoch. Okay. Also es ist, wie gesagt, jetzt was ganz was Neues. Das finde ich ja auch mal ganz nett. Ach so, da weiter. Warum die jetzt so schreit, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Hep? Nein. Okay, ich gehe jetzt hier den Turm hoch. Das wird dann wohl auch der richtige Weg sein. Und hier haben wir... Tipp, tipp, tipp. Ja, das ist eigentlich offensichtlich. Was ist denn das da rechts? Ah! Ah, oh! Das war mal... Okay, und das funktioniert nicht. Ah, okay. Und jetzt hier wieder runter. Oh. Das hätte man aber auch jetzt irgendwie einfacher machen können. Und hier ist jetzt einer. Wetten? Doch nicht. Doch! Da ist er. Wie kommt der hier wieder? Ach, das ist... Manchmal ist das Spiel echt unfair. Uiuiui. Okay, warum der Kollege das da gerade von mir nicht geschafft hat, ist mir jetzt auch ein Rätsel. Aber ich glaube... Ne, ich muss hier raus. Okay. Mit Sisko mussten wir hier hinten rein. Ich vermute mal... Genau, wir mussten hier mit Sisko rein. Wir hatten nämlich hier diese Kommandozugangskarte. Lassen Sie die... Das ist jetzt sehr interessant. Mit Kira gehen wir jetzt einen anderen Weg. Da war nichts drin. Nein.
um dann nachher mit Sisko natürlich dann hier da hinten das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Da. Um dann da. Och man, Fingers. Oh. Beide auf einmal. Das ist auch nicht schlecht. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Och man, warum macht sie das nicht? Ach, schade. Habe ich ein Hypospray? Nein, habe ich nicht. Scheiße, das muss ich aufpassen. Lassen Sie die Waffe packen. Ach, da ist der Bohrer. Okay, hier brauche ich den Induktor. Induktor in Dingsbums. Hast du nicht gesehen? Da war er doch. So, und jetzt anschalten. Solche Induktoren sind ein üblicher Bestandteil bajoranischer Technologie. Es müsste in der Basis irgendwo ein Ersatz zu finden sein. Verstanden. Kira Ende. Das, da ist noch so eine. Ist sie platt? Ja, sie ist platt. Wo komme ich jetzt hier hin? Ist das der richtige Weg? Da ich ein Aufzug. Okay. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Was haben wir hier? Oh, ein Lagerraum. Ich glaube, hier kann ich mich... Ja, hier kann ich mich auffüllen. Oh, Gott sei Dank. Zweimal Phasergewehr und zweimal Hypospray, so wie ich das gesehen habe. Oh, sehr gut. So. Lebenszeichen verbessert. Das heißt, wir können hier endlich weiter und hier zum Aufzug. Also es klappt besser wie beim ersten Mal, wo ich mit Captain Sisko hier war. Es geht nach unten. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, dass es so gut läuft. Ja, wieder ein neuer Abschnitt. Sehr gut. Speichern. Türe Sesam, öffne sie. Was haben wir jetzt hier? Was, jetzt wieder runter? Och man. Wieso baut man hier sowas hin und dann baut man nichts dahinter als Versteck? Das ist doch schade. Meine Güte, ist die am Stöhnen direkt. Sie haben die maximale Energie. Ach. Okay, was das angeht, ist man jetzt hier sehr großzügig. Ich frage mich, wo jetzt die ganzen Gegner sind. Ja. Danke. Jetzt kann ich sie gebrauchen. So, wieder zurück. Da will ich nicht reinfallen. Ja, klar. Da komme ich auf jeden Fall nicht mehr raus. Wieso geht denn jetzt hier nach und nach das Licht an? Ich habe jetzt keine Lust, hier immer mein Phaser-Gewehr zu benutzen. Die Munition ist kostbar, ey. Okay. Noch eine Phaser. Boah. Okay. Hier geht man jetzt echt ein bisschen großzügig damit um. Halten wir im Hinterkopf. Schon wieder ein Lagerraum. Ey, was ist los? Hypospray. Das war eine Granate, glaube ich, oder? Ja. Naja, eine Mine, Entschuldigung. Junge, Junge, Junge. Ich frage mich, warum man jetzt hier so großzügig ist. Da habe ich immer noch die maximale Menge. Kira an Shuttle, ich habe den Tempel erreicht. Es ist einfach unglaublich.
Ja, mit Captain Sisko sind wir da oben gewesen. Mit Kira bin ich jetzt hier unten. Das... Hallo, bleib doch mal... jetzt muss ich wieder zurück. Boah. Das erklärt jetzt auch, warum wir bei Sisko... Da liegt sie. Warum wir bei Sisko da unten das gesehen haben, aber... Ach, aber da nicht hinkam. Das ist der Weg für Kira. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So ergibt alles einen Sinn. Mit ihr kommen wir dann jetzt hier irgendwie, genau, hier in den Tempel. Ah, oh, sehr gut. Ja, es läuft, Freunde. Es läuft. Möge dein Pass... Klappe. Lassen Sie die Waffe fassen. Oh, ich feuere immer zu früh. Mann. Oh nein. Ey. Sowas hasse ich ja jetzt hier wie die Pest. Mann. Ey. Geht mir doch alle mal von der Pelle hier. Was wollt ihr mal alle von der armen Kira? Was ist das? Kommt man da rein? Nein. Aber stöhnen kann sie. Und die Lampe hat zwei Stufen. So wie ich das gerade gesehen habe. Oder? Ja. Einmal schwach und einmal stark. Sehr schön. Aber hilft mir nicht. Ach so, da hoch. Ah, okay. Hier hoch und dann hier wieder raus wahrscheinlich. Oh. Bah, du Mistvieh. Vergessen Sie Ihre Befehle nicht. Zerstören Sie alle blasphemische Schriften und Artefakte. Oh nein. Er hat eine Mine geschmissen, der Drecksack. Kira an Obernack, ich stehe an einer Treppe, die zu einer versiegelten Tür führt. In den Mauern neben ihr befinden sich vier Steinfliesen mit ungewöhnlichen Markierungen. Nerys, wenn Sie in der richtigen Reihenfolge auf die Fliesen drücken, müsste sich die Tür öffnen. Vielleicht verraten Ihnen die Inschriften die richtige Reihenfolge. Bestätigt, Kira Ende. Ja, ich bin hier gerade wieder mit meinem Telefon zugange und natürlich habe ich wieder den Blitz an. Der muss aus. So, das war es. Dann können wir jetzt zurück. So, zuerst müssen wir drücken die zwei Schuhe. Diese da. Dann müssen wir das hier drücken. Dann dieses andere komische Teil. Jawohl, wir haben's. Und dann dich. Und et voilà. Also, jetzt kommt noch so ein Rätsel. Wo bin ich jetzt hier? An welchen Weg muss ich gehen? Lassen Sie die... Schreien können Sie ja. Ah, was ist denn... Nein! Oh, was ist denn das? Oh, kann ich das einsammeln? Nein, das kann ich nicht einsammeln. Das macht mich tot. Oh. Da war doch schon wieder so ein Flattervieh. Oder auch nicht. Okay, was wollte der treffen? Wollte der was Bestimmtes treffen? Ich glaube, der andere hat sich wieder selber umgebracht. Kann das sein? Ja, das kann sein. Hier unten gab es auch nichts, oder? Warte mal, da hinten um die Ecke? Gab es da irgendwas? Ich weiß es nicht. Nein, nur dich gab es da. Oh, wie ich dich vermisst habe. Kira, treff doch mal bitte, ja? Bitte. So schwer ist das nicht. Und ich brauche keine Minen. Ich bräuchte vielleicht fürs Gewehr ein bisschen Munition. Das wäre vielleicht viel netter. Oh, Kingas.
Lasst mich doch alle mal in Frieden. So, ich weiß, da hinten, da unten, wie auch immer, waren auch noch Türen. Aber... Achso, das war hier dieses... Ja, dieses Feld war das. Tot. Ich hab dich getötet. Ich habe ein Toastbrot aus dir gemacht. Was haben wir denn hier? Nein. Nichts für die liebe Kira. Da ist doch schon wieder sein Vieh. Sehr gut, Munition. Sehr schön. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts. Das sind einfach nur so Aufladeräume. Wo kam denn jetzt... Hä? Okay. Junge, 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 Junge. Ach komm, ich will jetzt nicht meinen... Na, hallo Kira, beweg dich doch. Ich möchte, dass ich nicht wieder mein Phaser-Gewehr... Na also. Halt, Moment. Welch nette Einladung. Schwupp. So, Nummer 1. Ach, da unten sind da auch schon wieder welche. Warum feuern die denn? Ach, die von die... Oh. Du kleiner Drecksack. Es kann nicht sein. Lassen Sie die Waffe ver... Es kann doch echt nicht sein. Noch nicht mal in Ruhe hier was bedienen kann, Mann. Warum legen die hier? Deswegen. Ich wollte das sagen, warum legen die denn hier Minen hin? Das ergäbe keinen Sinn, wenn es hier nichts geben würde. So, Leben wieder optimisiert. Plop, 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 plop. Hier oben gibt es nichts dafür. Das ist schade. Den Gegner hätte man sich jetzt auch schenken können. Nun gut, dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Dann haben wir die zwei Statuen freigelegt und dann müssten... Drecksack. Verkraften die irgendwie neuerdings nicht so viel, oder? Naja, egal. Hier wieder rein. Schwupp. Erstmal hier hinten gucken. Gucken, gucken, gucken. Das war's. Ja, da gibt's leider nichts. Schade. Hier oben vielleicht diesmal? Ja. Oh, das Spiel ist nett zu mir. Das Spiel ist nett zu mir. 300. Das heißt, wir können uns wieder ein bisschen Luxus gönnen. So. Jetzt werde ich wieder gleich attackiert, wo ich mich dann nicht gegen wehren kann. Weil Kira ist jetzt gelähmt und vor allem hinter ihrem Rücken passiert was und sie bleibt einfach wie angewurzelt da stehen. So, die Tür wird jetzt freigegeben, da haben wir wieder die vier Symbole. Ja, das kennen wir leider alle schon von Captain Siskos Mission. Okay, es kommt niemand. Das ist jetzt auch wieder sehr lustig, hier muss ich raus. Hier war ich auch noch nicht. Oder war ich hier schon? Nee. Ey. Mann. So, wieder schöne viele Sachen. Jetzt müsste ich eigentlich auch so langsam... Nein! Ach, scheiße, ich hab's im letzten Moment gesehen. Komm her, komm zu Papa. Steh!
Stirnkitzer! Ach so, nee, du bist mir doch egal. Ich dachte, das wäre ein Cardassianer. Nein. Na, wie heißt denn jetzt hier? Gegner. Da ist er schon wieder. Lassen Sie. Nein, lass ich nicht. Ja, jetzt ist ein bisschen übertrieben. Und nur ein bisschen übertrieben. So, was haben wir denn jetzt? Schuh. Na, warte. Telefon. So. Blitz aus. Haben wir noch Blitz aus? Nein, wir haben Blitz wieder an. Also machen wir den Blitz wieder aus. Machen ein Foto. Gehen zurück. Dahin. So, das heißt, wir brauchen jetzt... Nein, das nicht. Warte, ist es das? Das ist es. Es ist nur andersrum. Dann... Das hier. Dann das hier. Und zum Schluss dann das mit dem Schuh. Wir haben's. Schlupp, schlupp, schlupp. Da ist es. Ich dachte, da hätte sich jetzt was bewegt. Na, super. Klasse, ich bin gefangen. Ich kann mal wieder speichern, fällt mir ein. Okay. Ja, wir haben's. Mr. Worf, führen Sie mit Ihrem Trikorder einen holographischen Scan des Steingemäldes durch. Aye, Sir. Dex an Captain Sisko. Schön, Ihre Stimme zu hören, alter Freund. Berichten Sie. O'Brien hat die Frequenzharmonie des Kommunikationssystems umgestellt, um die Magnesitablagerungen des Planeten zu kompensieren. Gute Arbeit. Und die Kaltan? Sie ziehen sich zurück. 3 bajoranische Militärkreuzer sind unterwegs. Sie müssen in 4 Minuten eintreffen. Wie ist Ihr Status, Ben? Wir haben den Schrein gefunden. Okay, abgeschlossen. Hier gibt es keine Drehkörper, aber wir haben ein Steingemälde gefunden, das sich als nützlich erweisen könnte. Wir sind hier fertig, Dex. Funken Sie zur Station und sagen Sie Quark, dass wir die Holosuite 1 brauchen. Für wie lange? Solange es dauert. Und was, wenn er protestiert? Sagen Sie ihm, ich bestehe darauf. 3 zum Beamen. Persönliches Computerlogbuch Sternzeit 51957,9. Wir sind auf dem Rückweg zur Deep Space 9, wo wir uns das Steingemälde von Yirado genauer ansehen werden. Die bajoranische Regierung hat geschworen, den Kaltan-Angriff auf den Tempel zu untersuchen, aber ich vermute, Kai-Vin wird die Untersuchung nicht weit kommen lassen. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten. Odo hat uns mitgeteilt, dass der Kanellianische Zirkel, eine medizinische Notfallorganisation auf Cardassia, eine Direktorin namens Diyar geschickt hat, um die Untersuchung der Todesfälle der beiden cardassianischen Soldaten zu leiten, die wir heute Morgen in der Hülle gefunden haben. Aber der Captain sagt, O'Brien habe auf der anderen Seite des Schotts ein Labor gefunden, daher werden wir Diyar so lange wie möglich aufhalten. Bis auf Weiteres soll das Labor auf Befehl des Captains versiegelt bleiben. Boah, geparkt. In die Station rein. Ja, Freunde, ich glaube, der Teil hat absolute Überlänge und deswegen machen wir ja ganz schnell Schluss und sehen uns hoffentlich alle gleich mit dem nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRWY18, adieu.